Das war gut, dass ich gestern die Türen so schön lackiert habe und im Hof liegen lassen habe, denn heute hat es geregnet oder regnet es noch immer. Ich bin von und zu überhaupt begeistert, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist, wir haben Duplo mit Arbeitshandschuh, wie ich gerade sehe. Denn Duplo ist ein höchst gefährliches Gut. Da kann man beim Arbeiten den Arbeitshandschuh anziehen und dann kann nichts mehr passieren. Und wir haben bereits eine Ladung Volvo Lego Baggerteile in der Waschmaschine. Und wie ich sehe, schäumt die dermaßen, dass wir die gleich nochmal spülen lassen werden. Und jetzt werden wir den jungen Mann, der aus irgendeinem Grund noch immer kein Gewand anhat, sondern noch den Pyjama, den werden wir jetzt die Zähne reinigen. So machen wir das. Ich bin der alte Knackerschmatz aus den Rostungsstädtchen in Aleppo im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Flock, Flock. Flug, 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 Flug. Neulenkbach, Flug. Ah! Der eine macht seine Hausübungen, der andere schält die Kartoffeln. Das ist ja praktisch. Dankeschön, Herr Schmatz. Bitte. Kannst du mir dafür viele Pluspunkte aufschreiben? Aber er macht's ja nicht uneigennützig, wie man hört. Ich habe nicht gestrichen, denn es nieselt und wieselt. Ich war aber erfolgreich bei der Covid-Testung und bin negativ. Na, wer hätte das gedacht? Geimpft und negativ. Ich heiz schon fleißig den ganzen Tag und hab schon die DVD-Filme. Hallo! Alle erfolgreich dokumentiert und dividiert. Die Filme sind jetzt fertig. Serien fehlen noch einige und die Audio-CDs, die werden überhaupt eine Katastrophe. Große Freude! Ja! Und vielleicht komme ich noch ins Kinderkram. Der Zoll hat von mir 17,52 Euro wollen. Die haben keine Hemmungen. Irgendein Zeug aus England. Wahrscheinlich wird das das Interface A sein. Naja, schauen wir dann nach. Und heute gibt's Leberkäse! Ja, das ist der große Plan. Den zeige ich euch später nochmal. In diesem Sinne. Für einen kleinen Zwischenbericht, während ich da die Kinder jongliere, was gerade nicht so einfach ist, möchte ich sagen. Die Kartoffeln schauen schon mal ganz gut aus. Ich habe da einfach einmal unhöflicherweise den Schnittlauch und den Petersil mit hineingeschmissen und habe sie für meine Verhältnisse sehr fein geschnitten, ohne sie zu kochen, seit ein paar Stunden am Holzofen. Das ist das Schöne, wenn es Minusgrade hat oder fast Minusgrade, dann kann man das so machen. Hier steht schon der Leberkäse geschnitten und im kleinen Zwischentopf der restliche Chineseneintopf von gestern, der eiskalt ist. Ja, beim Essen werde ich mich gar nicht mehr melden. Schauen wir mal, ob ich euch nachher noch über irgendwas etwas von mir informiere. Schauen wir mal. It's raining cats and dogs, würden die großbritannischen Kollegen sagen. Katastrophe, kann man da nur sagen. Es schüttet und pieselt und raschelt und wieselt. Jetzt schauen wir da nochmal in den Hof und dann werden wir ziemlich sicher feststellen, dass wir jetzt nicht mit dem Hund gehen und wir werden auch feststellen, dass wir jetzt nicht Fenster streichen werden. Ihr versteht, was ich meine. Der Kanal gurgelt, es buddelt und platscht. Tja, es ist Montag, es gab einige computermäßige Anrufe, ihr wisst, was ich meine, Montag ist der Montag, am Montag ist es Montag. Aber grundsätzlich hat sich's im Rahmen gehalten. Ich habe nicht viel Produktives getan, so ehrlich müssen wir wohl heute sein. Wechsle noch einmal die DVD. Ein Kind ist weg. Es hat sich aufgelöst. Ah, es ist zum Wäscheständer. Naja, wenn es ihm dort gefällt. Ja, was war sonst noch? Nichts Besonderes. Meine Frau spricht mit mir. Die Frau hat ja keine Hemmungen. Die sagt einfach nichts Besonderes. Ja, es ist wirklich, also es ist wieder ein Normalschulbetrieb, also normal unter Anführungszeichen mit Masken und Co. Mein Sohn freut sich, der andere Sohn ist fertig, also der Volksschüler ist das ja schon gewohnt, der kommt streichfähig heim, das ist unglaublich. Der ist nicht einmal mehr in der Lage, eine Seite eines Lesebuchs für Volksschüler sinnerfassend zu lesen. Au weh, sage ich nur.
der ist ungefähr so erschöpft, wie ich mich fühle. Nebenbei bemerkt, suche ich gerade verzweifelt die Spider-Man 2 DVD 2. Gelingt mir nicht. Naja, überspringen wir es und machen wir einfach die Spider-Man 3 DVD. Wir sind ja flexibel. Ist das überhaupt die dritte? Naja, wird schon stimmen. Ansonsten, ja, morgen habe ich meinen Termin beim Lungenfacharzt. Ich bin gespannt, was der sagen wird. Ein junger, hübscher Mann habe ich festgestellt auf seiner Homepage. Oh, magst du mitkommen, Agnes? Sie schüttelt den Kopf. Sie hat schon einen jungen, attraktiven Mann, der heute 80 Kilo hat. Ah! 3 Tage hintereinander Fressorgien. Keine gute Idee. Und vermutlich wird der Porsche doch nicht gebaut jetzt. Denn der Volvo ist schon halbwegs trocken. Der junge Mann zeigt auf, der würde ihn gerne bauen. Oder vielleicht doch. Man soll von geplanten Dingen nicht abgehen. Also wenn man sagt, man baut den Porsche, dann sollte man auch den Porsche bauen. Was meint ihr? Die haben den Vogelhaus leer gefressen. Ist dir das aufgefallen? Man sieht schon durch. Ja. Die Vögel haben keine Hemmungen. Also unglaublich. Schauen wir mal. Ich habe wieder nicht viel zu erzählen. Ich habe ein paar neue YouTube-Kanäle. Da gibt es verrückte Leute, die machen mit Murmeln was. Und mit Knecks machen die Hochschaubahnen. Aber hallo, da kann Lego ja nur sagen, awe, awe, awe. Ja, und es gibt doch tatsächlich den einen oder anderen YouTuber, der nicht nur negativ über Lego herzieht, sondern auch mal eine andere Sichtweise meldet, woraufhin einen riesen Shitstorm bekommt. Klar. Na egal, der Hund ist da und niest. Der ist nämlich allergisch auf mich. Dafür wackelt der Hinterteil erfreulich. Jetzt nimmer. Wir sind ja nach wie vor auf der Suche nach einem Zweithund. Meine Frau hat jetzt einen Zweithund, aber nur in Kombination mit einem Dritthund gefunden. Und möchte aber keinen Dritthund. Sie möchte nur einen Zweithund. Jetzt ist die Frage, wie man sie dazu bringen, dass sie einen Dritthund will. Vielleicht sollten wir eine neue Küche bauen. Oder irgendwas versprechen. Ja, ich sage euch mal die Corona-Zahlen und Fakten, dann schauen wir weiter. Covid-19, die Zahlen und Fakten vom 17.05.2021. Wir haben 391 laborbestätigte Fälle, 15 Verstorbenen, 1432 Genesene. 7-Tage-Inzidenz ist bei 65,5. Es gibt 633.465 laborbestätigte Fälle, 21.215 aktive Fälle inklusive Spital, 612 im Spital ohne Intensiv, 285 auf der Intensiv, 36.393.075 durchgeführte Testungen, 10.228 Verstorbene, 602.022 Genesene. Die letzten 4 Tage im Vergleich. Wir haben den 13.05. mit 857 laborbestätigten Fällen, den 14.05. mit 653 laborbestätigten Fällen, den 15.05. mit 695 laborbestätigten Fällen und den 16.05. mit 509 laborbestätigten Fällen. Heute war der Tag der Drucker, könnte man sagen. Einerseits hat einer meiner Kunden Probleme beim Drucken und da ist halt der Drucker mal kaputt. Das kommt vor, vor allem wenn es ein alter Canon ist. Und jetzt will er sich einen gebrauchten kaufen und irgendwie habe ich mich da total quergestellt und gesagt, nö, dann mache ich nicht mit, denn ich weiß, das macht nur Probleme. Und deshalb habe ich jetzt das mal auf Nichthilfe umgestellt und gesagt, spar lieber 2 Monate und kauf dir dann einen neuen. Muss ja kein Luxusding sein, aber na egal. Ein anderer Kunde hat Probleme beim Drucken und da habe ich festgestellt, dass er gerade damit beschäftigt ist, ins Ausland zu fahren und da entsprechende Formulare braucht und für mich nicht nachvollziehbar, wie man jetzt das Bedürfnis haben kann, wegzufahren. Das ist so meins. Mein Bedürfnis ist doch lieber in ein Museum in der Nähe zu gehen. Hast du eine Idee, in welches Museum man gehen kann? Das Heimatmuseum vielleicht, na Lenkbacher. Ja, schauen wir mal. Ja, und dann habe ich angefragt beim örtlichen Drucker, also Berufdrucker, nicht Gegenstanddrucker, was denn ein A2-Farbdruck kostet, und er hat gemeint 3,50. Wenn ich 10 Stück brauche, sind das 35 Euro. Wow, habe ich mir gedacht. Da drucke ich doch lieber zweimal auf A3 aus und pick's zusammen, oder? Das werde ich versuchen. Mal schauen, was dann die Stadtgemeinde dazu sagt, denn ich werde ihr das übermitteln. Von wegen es an die Litfaßsäulen kleben. Das ist der große Plan. Das gehe ich jetzt an. Ich werde das
Heute noch selbst persönlich werde ich den Druckauftrag geben an meinen Drucker, dass er das macht. Dann werde ich selbst persönlich mit einem Streifen Dixo oder lieber mit Uhu-Stick, ich weiß noch nicht so genau, werde ich das zusammenkleben. Und dann sollen die das an die Litfaßsäulen pappen. Und dann werden die Massen werden ins Museum stürmen. Wer es glaubt. Ja, ich glaube, mehr brauche ich heute gar nicht sagen. Es ist sehr drückendes Wetter. Wir kommen irgendwie nicht vom Fleck. Die Familiensituation belastet uns nach wie vor massiv. Da kann man nur sagen, Vollgaszug, Vollgaszug. Und hoffen, dass es morgen besser wird. Ja, meine Frau hat morgen frei. Ist schon besser. Was kann besser sein, als wenn die Frau zu Hause ist? Bussi, Bussi. Bussi, Bussi. Mausi. Sie hat gewunken. Aber nur kurz, weil sie den Finger fürs Smartphone braucht. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem absurden YouTube-Kanal.